Moin Strickfreunde, ich bin die Katharina. Seid herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und diesmal gibt es wieder ein Stricktechnik-Video. Und zwar zeige ich euch, wie man so einen leicht verdickten, sehr stabilen, sehr praktischen Rand strickt. Und zwar super geeignet für kapriziöse Garnarten wie Seide, Baumwolle, verschiedene Viskosearten, die sehr dazu neigen, einzurollen. Und wenn ihr genau diesen Effekt nicht möchtet, sondern wirklich eine schöne Kontur, einen schönen Rand eurem Projekt verleihen möchtet, einem Schal, einer Stola zum Beispiel oder das, was man so gerne im Sommer strickt, T-Shirts, Oberteile, Tops, dann würde ich euch empfehlen, diese Technik unbedingt bei eurer Garnart einmal auszuprobieren. Sie ist nicht schwer zu verstehen. Dennoch muss ich sagen, dass sie etwas fummelig zu stricken ist. Und ich zeige euch zwei Varianten. Einmal so eine dickere und einmal eine etwas dünnere. Die dünnere stricken wir zusammen. Und alles, was ihr braucht, ist natürlich ein paar Nadeln und noch eine zusätzliche Hilfsnadel. Ich habe eine Viertelgröße kleiner genommen. Und kommen wir zum Maschenanschlag. Schlagt je nach Anleitung bzw. Projekt die Maschenanzahl, die ihr braucht, mit einem ganz normalen Kreuzanschlag. So, ich habe meine Maschen angeschlagen und jetzt stricke ich zwei Reihen glatt rechts. Die Randmaschen stricke ich wie gewohnt, die erste hebe ich ab, die letzte stricke ich links. Und ich beginne mit der Reihe, in der ich alle Maschen rechts stricke und es folgt eine Reihe mit allen Maschen links. So, das ist schon mal fertig und das ist die Vorbereitung für unseren Rand bzw. Saum. So, und jetzt wende ich meine Maschennadel und zeige euch, was ich als nächstes machen werde. Und zwar werde ich, hier haben wir unsere Maschen und unter diesen Maschen haben wir die bereits gestrickten Reihen. Also eine Reihe darunter. Da ist diese Flottierung zum Beispiel unter dieser Masche. Das ist die Masche und das ist die Flottierung. Und die nehmen wir jetzt, so genau eine drunter, nehmen wir jetzt auf die Hilfsnadel auf. Und zwar steche ich von unten immer in diese Masche ein, so von unten und dann die nächste und in die nächste. Ich zeige es so genau, damit ihr wisst, es ist tatsächlich etwas fummelig und es lohnt sich immer eine Größe oder Viertelgröße oder halbe Größe kleiner die Hilfsnadel zu nehmen, denn dann lassen sich diese Flottierung auch leichter aufnehmen. So, ich habe bis vor die Randmasche aufgenommen, also die Randmasche zählt in diesem Fall nicht und nehme meine Arbeitsnadel. Die erste hebe ich ab, wie es sich gehört für die Randmasche und die zweite Masche hebe ich jetzt auf die Hilfsnadel und stricke sie zusammen mit dieser aufgenommenen Masche. Also ich hebe sie ab, hebe sie auf die Hilfsnadel und stricke die beiden Maschen bzw. die Masche und diese Flottierung zusammen. Und ich arbeite Stück für Stück mich durch. Ihr seht, ich habe nicht den kompletten Rand auf die Hilfsnadel aufgenommen. Ich finde es tatsächlich immer einfacher, das immer partienweise zu machen bis zum Schluss und dann nehme ich mal 10 oder 15 Maschen auf und am Ende, schaut mal, jetzt habe ich zwei Maschen unten und drei Maschen oben, das ist richtig so, denn da gehört noch die Randmasche dazu und ich stricke jetzt die letzten zwei Maschen zusammen mit den Saummaschen, so. Wieder auf die genau die gleiche Weise einfach rüberziehen
und zusammenstricken. Und die letzte Masche, die strickt ihr wie gewohnt, wie ihr Randmaschen strickt. Manche stricken sie rechts, ich stricke sie stets links. So, und mein Rand ist im Prinzip gestrickt in der Rückreihe. Die Hilfsnadel lege ich beiseite, stricke ich nach Muster. Bei mir wäre es glatt rechtes Muster, also stricke ich die Rückreihe, alle Maschen links. So. Und wenn ihr diesen Effekt etwas dicker haben möchtet, dann strickt doch einfach drei rein glatt rechts, so wie hier. Und zwar habe ich dann mit einer linken Reihe bekommen rechts und dann links. Und dann arbeitet ihr euch mit den Maschen aus der ersten Reihe hoch und habt diesen schönen Effekt. Natürlich könnt ihr diesen Effekt auch mit jeder anderen, mit jedem anderen Strickmuster fortsetzen. Es muss nicht immer glatt rechts.